So, jetzt haben wir Greg endlich mal wieder ausgetrickst. Nein, wir mussten uns ein bisschen um dieses Iron Bar Rezept kümmern. Das hat sich nämlich komplett geändert. Entweder man macht das hier mit so ein bisschen Werkzeug oder man macht das in einer Assembling Maschine. Da braucht man Iron Rods dazu und Iron Rods kann man sich entweder wieder mit einem Werkzeug, also mit einer Feile oder sowas in der Richtung basteln. Oder man macht es in einer sogenannten Latte-Maschine. Da kann man aus einem Iron Ingot einen Iron Rod und zwei Tiny Piles of Iron Dust draus generieren. Ja gut, er hat dann Vanille-Rezepten rumgeschraubt. Das wird die Gemeinde der Leute, die seinen Mod hassen, wahrscheinlich noch etwas in die Höhe treiben. Aber nichtsdestotrotz, es spielt keine Rolle. Es ist ja alles einstellbar. Eben. Im Moment ist es bei uns so, dass er es ruhig mal darf. Kann durchaus sein, dass sich dann in den nächsten Tagen nochmal an der Mod-Konfiguration ändert. Deswegen sind solche Sachen auch erstmal bei uns getestet und dann kommt es erst ins Modpack. Ne? So, die Heatvents haben wir gerade produzieren lassen, also die Reactor-Heatvents. Jetzt sind sie alle in der Kiste. Ich trete mal wieder ein paar Schritte zurück und du kannst jetzt hier mal wieder deines Computer-Themas walten lassen. So, ich muss gerade gucken, wo wir sind. So, ja. Jetzt bauen wir eben eine kleine Zusatzfunktion ein. Mhm. Und zwar die Hitze vom Reaktor auslesen. Das ist nur, damit wir uns ein paar bisschen Schreibarbeiten einsparen. Und zwar nenne ich das einfach Heat. Mhm. Der gibt mir einfach nur die Hitze vom Reaktor zurück. Get Heat. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob den auch Reaktor genannt hatte. Ja, habe ich. Und das war's auch schon, was diese Funktion macht. Ist kürzer, ja. Die brauchen wir gleich. Und zwar, wenn wir den Reaktor runterkühlen. Oh. Kühlen. Mein Programm kommt auch mit dem Umlauf nicht so ganz klar. Ich habe mir das kopiert und das ist Unsinn. Ja. Zuerst, wenn wir den runterkühlen, stellen wir sicher, dass der Output war back, ne? Moment. Bottom. Den Bottom. Die Kiste war. Mhm. Ein Back. Auf falsch setzen. Reaktor aus. Damit er auch aus ist, genau. Und jetzt ist Heat. Dann brauchen wir halt die Funktion. Mhm. Wenn die größer 0 ist, soll er then. If, then, ja, hast du recht. Du darfst dann das nächste Mal, wenn ich programmiere, genauso rum quatschen. Ach, ich hab da kein Problem mit. Ob der mir das gleich sagt oder du. Swap Cells mit Vents. Also, sobald er Hitze hat, soll er die Brennstäbe raus und dafür die Dinger rein, die Kühler, und dann solange er Hitze hat, dann wieder, solange die Hitze größer 0 ist, jetzt kommt nämlich das Du. Okay. Dann wartet er einfach. Und ja, da hättest du ein bisschen mehr Zeit geben können. Wie du willst. Nein, ist egal. Nach 5 Sekunden. Ja. Ob das er jetzt einmal oder fünfmal durchläuft, das erzeugt ungefähr 2 Ticks auf dem Server. Nee. Mehr. Ja, klar. 5. Ende 5 Sekunden, aber. Ja, aber ist ja egal. Egal. So. Aber mal. Doch, so. Und das läuft da halt so lang, bis er halt wieder runtergekühlt ist. Und dann soll er wieder
zurücktauschen. Dann austauschen. Und das war's dann auch schon, was er bei dem Cooldown machen soll. Ja. So, die Notabschaltung brauchen wir jetzt nicht, die war ja Mist. Mhm. Und jetzt packen wir eben noch eine Funktion. So, jetzt aber. Jetzt Reaktor hochfahren. Und schon Start. Reaktor. Und da setzen wir einfach den Output Bottom auf True. Also es ist halt um loszufahren. Mhm. Ja, und jetzt können wir das mal gerade testen eigentlich. Ich hätte noch eine kleine Anmerkung. Darf ich da mal drin rumfummeln? Da fummeln du rum, ich hole noch ein paar Brennstäbe. Oder muss ich dabei sein? Nein. Gut. Bahnzellen heißen die Dinger. Ich habe nur eine kleine Sicherheit noch eingebaut. Kannst du dir ja gleich angucken. Sehr, Moment. Ich muss erstmal meine Uranzellen da einfüllen. Mach das. So. Was hast du denn? Nur wenn die Hitze 0 ist, dann soll den Reaktor anschalten. Dann aber machen wir noch eins rein, dass er, wenn sie größer 0 ist, dass er den Reaktor runterfährt und dann startet. Naja, du musst. Und dann ist Output True. Okay, es geht auch. Bottom, Komma, True. So. Weil aus dem da kommt der, aus dem Cooldown kommt der ja nur dann raus, wenn er tatsächlich auf 0 ist. Von daher. Ja. Jo, alternativ wäre es auch gewesen, wenn die Hitze größer 0 ist, dann mach mal einen Cooldown und danach starte ihn. Können wir genauso machen. Genau, dann spart man sich ein bisschen Schreibarbeit, da ich das aber nicht geschrieben habe. Genau, mach meine Schreibarbeit. Ist es mir egal. So, jetzt können wir gerade mal testen, ob das Swap. Dingens, wie heißt es? Swap Cells mit Vents funktioniert. Mhm. Ich gucke in den Reaktor rein. Und ich gehe aus der Schusslinie. Ja, ich mache ja noch nicht an. Ja, sehr schön. Er hat aber eine Zeile vergessen. Ich weiß auch warum. Er hat zu früh abgebrochen? Weil ich ihm die Fuel Rods, die letzten paar vergessen habe. Ah, okay. Die letzte Zeile. Okay. Dann baue ich aber mal ganz kurz, während du umprogrammierst, den Reaktor wieder um. Ich nehme die Uraniumzellen raus und tausche die gegen die Cooling Cells. Gegen die Reaktor Cool Events. Hätte einfach das Programm nochmal laufen lassen können und dann hätte er die wieder ausgetauscht. Ja, grundsätzlich ja, bloß er hätte die falschen miteinander vertauscht. Gut. Jetzt. Aber egal. Jetzt ich schreibe jetzt in die Zellen noch rein. Genau, kannst du machen und kannst es dann nochmal laufen lassen. Gut, muss ich gerade überlegen, wo ich bin. 45 ist das nächste. Aber warte mal. Wir haben bei den Cooling Cells dann auch welche vergessen. Tja, dann müssen wir das Programm wohl auch nochmal testen.
Ja, wir haben da auch noch welche vergessen. Dann haben wir zwei Programme zum Anpassen. Ja. So, jetzt muss ich 43 ist Cooling Cell, 44 ist frei, 45 ist Cooling Cell. Mhm. 46, 47, 48 und 49. Jetzt sollten wir es aber haben. So, jetzt gucken wir mal, ob das läuft. Save. Exit. Und nochmal laufen lassen. Ja, jetzt sind alle getauscht. Gut. Aber komm, wie man sieht, hat er das letzte nicht getauscht. Nicht richtig gemacht. Da war das wohl minus 1. Minus 1. Haha. Entschuldigung. 1, I minus, minus 1 und I. Genau. Save, exit. Erstmal die Kiste in Ordnung bringen. So, Kiste in Ordnung. Dann lass mal laufen. Ich guck mal die Kiste. War das schon? Jawohl. Hervorragend. Jetzt passt das. Sehr schön. Ja, weißt du, was wir jetzt aber noch machen? Lass das mal so da drin alles. Mhm. Jetzt mache ich nämlich aus dem Fuel Rods einfach mal Cooling Cells. In der Hoffnung, dass der dann Cooling Cells, Moment. Das war das einzige. Okay, wir werden es gleich sehen. Jawohl, ausgetauscht. Okay, die stimmen also auch. Dann bitte nochmal laufen lassen. Nochmal laufen lassen und wieder austauschen. Dann wieder umtauschen. So, und während du jetzt hier programmierst, werde ich das zweite Programm mal ganz kurz anpassen. So. Machen wir hier raus wieder. Fuel Rods. Fuel Rods. So, und währenddessen habe ich das zweite Programm auch mal schnell angepasst. Vom unteren Computer. Dass da die Cooling Cells auch stimmen. Also brauche ich dann nichts mehr drin. Ja, ist erledigt. Testen müssen wir mal ganz kurz. Jawohl. Jetzt haben wir den richtigen. Gut, das war es jetzt auch. Na, wir müssen jetzt noch das Programm schreiben, was wirklich auch abläuft. Mhm. Haben wir hier irgendwie einen Creeper oder sowas, der hier rumläuft? Keine Ahnung. Ich mach mal wieder einen Block vor die Tür. So. Hier getrappelt, aber es kann auch sein, dass die oben auf dem Dach sind. Oder unten irgendwo. Wir haben jetzt natürlich keinen. Egal. Wir lassen es einmal laufen. Mehr als explodieren kann es ja nicht. Ups. Sicher? Ja. Yeah. Okay. True, ja. Ja, mach es mal weiter. Ich bin gespannt, ob das, was ich noch sehen will, auch kommt. Was? Willst du denn sehen? Mach ruhig. Bin gespannt. Local Heat ist hier. Das ist unser Hitze. Okay, gut, kommt schon. Passt. Weitermachen. Gehen wir die einfach mal aus. Damit wir auch was zum Anschauen haben. Cool. Und Heat ausgeben. Speichern zur Sicherheit. So, und jetzt if Hitze größer gleich
500 ist, also nur ganz auf der sicheren Seite, dann machst du einen Cooldown. Danach startest du den Reaktor wieder. Das war's doch schon. End. Dann schläfst du noch ein bisschen. Nochmal 04. Da der ja sowieso immer eine Sekunde läuft. Und so, jetzt lass mich schon überlegen, ob ich nichts vergessen habe. Nö. Doch, habe ich wohl. Das Ding startet gar nicht. Richtig. Mach doch noch einen Else-Zweig rein. Ja. Ende. Startreaktor. Oh, ich sollte es richtig schreiben. Wobei, wir können es uns sogar sparen. Du kannst einfach den Reaktor starten. Egal welche Temperatur er hat, weil im Startreaktor prüft er die Temperatur und wenn die zu hoch ist, kühlt er runter. Stimmt, die hat sie ja eingebaut, die Funktion. Genau. Wenn er jetzt in die Luft fliegt, ist deine Schuld. Genau. Ist doch nicht das erste Mal, dass bei mir was in die Luft fliegt. Egal. Startreaktor. Meine fliegt sowieso nach oben die Decke weg. Nur wenn wir hier die Glasbausteine wieder einbauen. Ach ja, stimmt, ja, die kannst du. Ach, mach mal, ja, irgendwo haben wir bestimmt noch welche. Ja. Jetzt lass mich aber gerade nochmal überprüfen, was der bei Startreaktor macht. Ja. Hier feed gleich 19. Ja, okay, der. Sobald er ein bisschen. Temperatur hat, schaltet er ab, kühlt down. Genau, ich hätte jetzt ein paar. Halt! Okay. Was ist? Das war ein Creeper. Ja. Moment, nein. Warte mal, darf ich mal. Hier oben. Und mal gucken, lass mir das nochmal ganz kurz überlegen. Darf ich da mal deine Leerzeilen ein bisschen reduzieren? Mach, was du willst. So, hier unten starten wir den Reaktor. Wenn die Hitze gleich 0 ist, dann soll er starten, else fehlt hier nämlich noch was. Moment, im Cooldown schaltet man ja sowieso ab, ne? Du kannst auch ES Output False da reinpacken zur Sicherheit. Ja, wir haben dann da oben zwar schon drin stehen, aber ist schöner. Sicher ist sicher. Genau. So, schön machen. So. RS.output bottom, comma, false. So, safety first. Gut. Gespeichert ist. Also nochmal überlegen. Wenn er den Reaktor startet, dann im ersten Fall, wenn er aus war vorher, ist er 0, dann startet er ihn. Und kommt aus der Schleife raus, geht nach unten, wartet, gibt uns wieder die Hitze aus, geht wieder in den Startreaktor. Wenn die Hitze immer noch 0 ist, dann ist der Ausgang immer noch an. Wenn der Reaktor irgendwann Temperatur hat, schaltet er ihn aus, kühlt ihn runter. Und wenn er runtergekühlt ist, schaltet er ihn wieder an. Jo, sieht gut aus. Weißt du, was wir jetzt aber noch machen, damit wir das Ding testen können? Was denn? Hast du nochmal einen Schalter für mich? Einen Schalter? Ach, guck mal, da denkt jemand mit. Cool. Ich habe ja immer noch deinen von eben. Und zwar setzen wir hier oben auf den PC den Schalter. Und jetzt machen wir hier bei dem while true. Das kann man lassen. Ach, du kannst auch while rs. Irgendwas. Ah ne, dann schaltet er nicht automatisch ab. Das sollte man nach der Wollschleife vielleicht noch machen. Ja, if RS get
Get-In, ne, Get-Output ist das, ne? Ah, bin mir nicht sicher. Ich kann mal auf den zweiten Bildschirm gucken. Tipp mal weiter. Guck mal. Bottom. Ja, Top ist das, ja. Genau, Top. If S gleich True, dann soll er das die ganze Chose machen. Du hast recht, Get Output. Hervorragend. Ende. Nein, Entschuldigung, nicht ganz. Es müsste Get Input heißen in dem Fall. Get Output returns the current rest und ist Output ja Signal on. Mhm. Input. Genau. Get Input Top gleich True und sonst soll er RS Output Bottom. Alt. Aber Bottom. Ja. Sonst wird das Ding ununterbrochen laufen und wir können das überhaupt nicht mehr abschalten. Ich glaube, da haben wir doch schon das End, ne? Nein, haben wir nicht. Nein. End. Save. So. Und jetzt sollte das Ding nur laufen, wenn der obene Schalter an ist. Moment. Reaktor aus. Hervorragend. So. Jetzt haben wir auch eine Ausgabe. So, und jetzt alle meine Deckung. Top. Wer traut sich, den anzumachen? Ja. Du musst erstmal das Besser Moment, lass mich erstmal Verglasung voll fertig machen. Okay. Hier fehlt. Hast du noch welche? Ich habe keine Einstecken. Ja, hab ich. Sehr gut. Nee, ich habe mit Ellie geredet. Okay. Hast du vor mit dem Loch, wenn man mal fragen darf? Moment. Sie hat eine Idee? Ja, das Problem ist, die Pfanne sind nicht dick genug. Das kannst du anders machen, warte mal, vielleicht habe ich davon mal welche. Mit der Drawbridge. Ah, okay, ich verstehe. Weil dann. Ah ja, stimmt, die gibt's ja jetzt. Da sind zwei im AI-Netzwerk noch drin. Ja, ich bringe sie mal mit. Bring aber gleich mal noch ein bisschen passendes Kabel, weil ich glaube, die habe ich nicht auf Tasche. RedNet. Networking-Kabel? Nein, RedNet-Kabel habe ich keins einstecken. Genau, mit der Drawbridge geht auch sowas. Ha, cool. Ja. Musst du noch irgendwas mit den Routern eigentlich machen? Theoretisch schon, ne? Wir müssen das noch komplett anschließen. Im Moment ist das nur, um zu gucken, ob das... Weißt du was, das machen wir gleich. Wir machen jetzt mal gerade nur, dass das... Hast du zufällig noch zwei von den... von den Steinen, die wir da reinsetzen können. Huch. Oha, danke. Alle in Deckung. So, und dann testen wir den jetzt gleich mal, sonst werden wir hier wieder zu lang und dann können wir das gleich noch machen. Wir sind eh schon wieder in Überlänge. Oder ich muss hier mal das splitten irgendwo zwischendrin. Naja, wir werden sehen. Okay, so. Ja. Wir starten einfach mal das Programm, ohne den Schalter umzulegen, hätte ich gesagt, oder? Aha. Attempte, das fängt ja schon mal gut an. 60. Ja. Naja, das ist schon mal nicht schlecht. Zeile 60. Das ist hat schon viel übersprungen. 60 RSO. Set-Output ist das. Set-Output, genau. Aber warte mal, wir haben das oben auch. Doch, ist aber Set-Output, das wir oben auch. Bloß die Funktion ändern. Hat er noch nicht aufgerufen. Ja, ich wollte gerade nämlich sagen. Ist ja gut, dass uns das gleichmäßig passiert. Bad.
sonst noch irgendwo? Da haben wir es richtig geschrieben. Gut. Okay. Okay. Save, exit. Und Reaktors. Oh, warte, wir machen da aber gerade mal. Ein Clear Screen. Hier siehst du da dieses. Dieses Too Long Without Yielding. Okay. Also nur los. Der Computer attributet. Nein, der Computer attributet. Ich weiß nicht. Okay. Edit Reaktor. Wie hätte ich das genannt? Ich habe keine Ahnung mehr. Dir. Dir. Genau. Reaktor Counter. Weil der Tipp voll war. Ja. Group. Hier, dann mal. Setzen wir hier noch einen Sleep. Hier hin. Genau, mach hier den Sleep 0,4 hin, dann machen wir den oberen nämlich 4. Aus. Ja, ja, da ist der Sleep drin. Hm, der wird momentan nicht gelesen. Gut. Save, exit. Reaktor, ach, aus. Genau. Da. Reaktor aus. Sehr schön. So. Schauen wir mal. Es tut sich auch nichts. Nee. Soll ja auch nicht. So. Schalter umlegen. Legst du ihn um? Passiert. Ah, und schon läuft das Ding. Heat 0. So, wir sollten ihn aber rechtzeitig ausschalten, weil wir haben noch keine Cooling-Zellen, die er austauschen kann. Ich habe. Hast du schon angefüllt? Eine Ladung ist drin, glaube ich. Okay. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ich habe 24 Cooling-Cells drin, also. Okay. Das dauert ja ewig noch. Ja, da haben wir auch keine Ausgabe, dass er was austauscht, ne? Aber warte, wir können mal. Okay. Ah. Jetzt muss er eigentlich wieder angehen. Too long, wie gesagt, was haben wir denn jetzt schon wieder? Irgendwo haben wir. Zeile 62. 62. Gut, der Reaktor ist aber zumindest aus, ist hier in Ordnung. Bisher haben alle Sicherheitsmaßnahmen funktioniert. Wir müssen irgendwo eine größere Pause einbauen. Dann mach doch mal hier 07. Machen wir 06. Okay. Wie du meinst. Sicherheitssicher. Mir egal. Aber ja, das ist doch. Ich weiß auch nicht, was das heißt, dieses. Too long without yielding. Weil wir haben doch jetzt eigentlich. Warte, wir können mal hier noch eine kleine Pause einbauen bei den Swap Cells Vents. Also er macht sie eigentlich relativ langsam, deswegen würde ich da fast nichts machen. Er hat ja erst unten gemeckert. Ja, bei der Pause hat er gemeckert. Genau. Das wundert mich. Lass nochmal laufen. Komm. Okay. Ich gucke in den Reaktor rein. So. Er läuft, dann hast du irgendwas rausgenommen. Eine Cooling Cell. Ich habe einfach eine Cooling Cell rausgenommen. Ja, dann nimm mal. Und jetzt gleich geht er aus. Okay, er hat aber eine falsch ausgetauscht. Ist zum Glück immer noch aus. Weil er wieder das Ding hat. Die ist von vorhin noch. Nee, das ist wieder das gleiche, oder? Too long without shielding. Das hatte ich halt, wenn er zu oft irgendwas macht. Ohne da mal eine Pause zwischen zu haben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim Austausch Swap. Ne, 0,1. Ja. Leap. 0,1. Genau.
Da wir ja recht früh ausschalten, ist das hier eigentlich in Ordnung. Jetzt haben wir da eigentlich überall ein Sleep drin. Mhm. Und jetzt sollte der jetzt. Halt, warte mal, lass uns genau aufrollen. Alles mal wieder richtig. Ich nehme die in Heatvent hier raus und packe ihn hier rein. Und du hast die Zelle wieder reingesetzt. Gut, dann können wir doch nochmal loslegen. Ja. Okay. Läuft hier soweit. Nehmen wir wieder eine raus. Okay. Und läuft wieder. Ich höre es knacken im Hintergrund. Was mich jetzt wundert ist, wenn ich die Zelle rausnehme und der die Heatvents reinpackt, dann packt er die schon rein, bevor das Ding ausgeht. Vielleicht ist das auch nur... Er reagiert relativ schnell, was ich ja gar nicht negativ finde. Ne. Und jetzt habe ich ihn ausgemacht. Reaktor aus. Sehr schön. Passt. So, jetzt haben wir mal wieder einige überlange Folgen. Wir haben natürlich noch ein bisschen was zum Dranbauen, weil jetzt haben wir Cooling Cells, die nicht gekühlt sind. Die müssen wir natürlich auch noch irgendwie kühlen. Da hinten haben wir schon Brennstoff, der nicht nachgeliefert wird. Genau. Wir haben genügend, was wir noch zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt endlich mal Schluss. Für diesmal. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, einen kleinen Nachtrag haben wir noch. Wir haben ja völlig vergessen, das Ding auf Pastebin hochzuladen. Also hier, Pastebin. Put Reactor Control. Und los geht's. So, ihr habt die Nummer. Viel Spaß. Viel Spaß beim Ergänzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.